Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Und heute habe ich heute was ganz Besonderes für euch mitgebracht. Erstmal muss ich mir mal eine Shotgun-Munition besorgen, die wir brauchen, weil wir heute viel vorhaben. Und zwar mit Pommesbauch und mit Milch. Und da würde ich einfach mal sagen, fangen wir unser Alltag in GTA 5 an. Ihr wisst ja, ich mache jetzt ein neues Format. Alltag in GTA 5. Was kann man sich darunter vorstellen? Tja, wir verschmelzen in Alltag in GTA 5 zwei Dinge. Spiel, besser gesagt drei Dinge. Let's Play und Commentary. Bildung, Spaß, Let's Play. So in der Reihenfolge irgendwie. Genau. Und wir haben immer jeden Tag ein Thema. Interessant für die einen, uninteressant für die anderen. Ich versuche natürlich die Commentaries zu wählen, dass ich, dass es jedem passt, ne? Aber klar, fangen wir an mit Putin, Wladimir Putin, so. Und ich muss heute mal wirklich über diesen Menschen reden. Er wisst ja zurzeit, Krim und so weiter, was da los ist. Und ich muss auch wirklich sagen, was auf YouTube passiert, ist auch in meinen Augen richtiger Skandal, weil die Leute einfach nicht wissen, weil die Leute sich täuschen lassen von Wladimir Putin. Gehen wir mal auf ein YouTube-Video von Wladimir Putin spricht Deutsch. Man sieht sehr viele Likes, man sieht sehr viele Kommentare, hauptsächlich positive Kommentare. Putin ist ein starker Mann, Putin ist super, Putin ist gut für Russland, Putin ist ein guter Mensch. Homosexualität und Russland, das ist nicht so gut, weißt du? Wenn du jetzt auf Männer stehst in Russland, ich glaube nicht, dass du da wirklich schöne Sachen hast. Und wenn du da zum Beispiel in die Kirche gehst, in die Kirche, und dort demonstrierst, dann wirst du eingekerkert. So sieht das da aus. Und wenn du da irgendwas sagst über den Wladimir Putin in der Presse, dann kommen die Schergen von Putin und liquidieren dich. Für Leute, die nicht wissen, was liquidieren heißt, das bedeutet nichts anderes, außer dass du 50 Kugeln im Körper hast oder so. Verstehst du, was ich meine? Putin, das ist kein Mensch, mit dem man sich anlegt. Er hat Charisma. Natürlich, so ein Macht, so ein Land wie Russland, was fünfmal so groß ist wie Europa. Na klar, da brauchst du Charisma. Sonst funktioniert das nicht. Hitler hatte auch schon Charisma. Aber mit Charisma allein funktioniert das Leben nicht. So geht das Leben nicht. So geht's nicht. So funktioniert es nicht. Und Russland nimmt einfach Länder ein, jetzt inzwischen Ukraine. Und das ist was ganz Schlimmes, was hier passiert. Was ganz, ganz Schlimmes. Ganz, ganz furchtbar. Und da verstehe ich diese Sympathie von Wladimir Putin nicht. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Aber egal. Solche Commentaries bringe ich in Alltag in GTA 5. So sieht das aus. Jetzt bin ich auf jeden Fall lange nicht mehr online auf der PS3. Weil ich arbeiten muss. Jetzt machen wir einen fetten Looping. Oh, nein. Zieh die Maschine noch hoch. Komm. Oh, nicht schlecht. So. Erstmal einen Schluck trinken, würde ich sagen. Oder fangen wir an mit einem neuen Thema. Und zwar das Thema des Flugzeugverschwindens MH370. Das werden wir jetzt hier ein bisschen diskutieren und werden jetzt in dieser Zeit natürlich nicht hier planlos rumfliegen. Nicht, dass er hier vom PC Augenkrebs bekommt oder so. Nein, ich laber nicht die ganze Zeit. Es hat alles sein Ziel. Flug MH370, kennst du den? Es ist ein Flugzeug wie das, nur ein bisschen größer, was in Kuala Lumpur gestartet ist. Und folgendes ist passiert. Dieses Flugzeug,
des Typ Boeings ist geflogen mit 239 Menschen an Bord, wie wir jetzt. Wir fliegen hier ein bisschen über Los Santos und über dem Meer ist plötzlich der Funkkontakt abgebrochen. Plötzlich nicht mehr da. Bestes Wetter, Flughöhe hat gepasst, alles in Ordnung. Und nun weiß keiner, was mit diesem Passagierflugzeug passiert ist. Manche sagen, Aliens hätten es entführt, es sei in eine Zeitsparte gestürzt oder was weiß ich, oder dieses Flugzeug wird jetzt in eine schmutzige Bombe umgewandelt, was natürlich totaler Quatsch ist, wenn man sich mal das überlegt. Es ist totaler Quatsch, natürlich. Und das ist so. Dieses Flugzeug ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit abgestürzt im Meer. Und wenn so ein Flugzeug abstürzt, ja, dann müsste es eigentlich Trümmerteile geben. Also ich verstehe das auch nicht, ganz ehrlich. So, wir sind jetzt hier ein bisschen in der Luft hier. Und können das jetzt auch mal ein bisschen nachmachen. Den Flug MH, muss ich nochmal nachgucken. MH370, genau, 8. März ist das der Teil gestartet. Und dann würde ich mal sagen, Freefall. Und da fliegen wir schon rum. Oh ja, manche haben den Fallschirm ein bisschen zu früh gezogen. Naja, aber die Aussicht ist nicht schlecht. Zick, zack. Ja, ich Idiot habe wieder nicht nachgedacht. Ich wollte ja eigentlich auf dem Mount Chiliad landen. Das versuchen wir jetzt auch. 7 Minuten haben wir jetzt schon diskutiert. Über Flug MH370, über Wladimir Putin haben wir geredet. Ja, das war doch schon was. Themen, die jetzt nicht jedem meiner Abonnenten interessiert, aber ich hoffe, ich habe euch das ein bisschen spannender beigebracht als so ein Lehrer, der das jetzt beibringen würde. Ja? Scheiße, was läuft denn jetzt? Und was hier passiert? Ja. Super. 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 Super würde man jetzt im Badischen sagen, so super. Super. Krasse, krasse, ist die krasse, hehe. Sowas, so sagt einer aus meiner Klasse immer. Super, KSC, Karlsruhe, bester Fußballverein. Okay, in Ordnung. Ich sage auf jeden Fall, ciao, es hat mir Spaß gemacht. YouTube Gamescom, Milch und Pommesbauch waren dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt uns ja gerne anschreiben, wenn ihr was von uns wollt. Und dann sage ich ciao, bis dann, haut rein, ciao.